Good afternoon. Einen schönen Nachmittag. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Добрий день, щиро вітаємо на сьогоднішню прес-конференцію. Ваші партнери сьогодні пані міністр Ед Штадля і пан міністр за регіонального розвитку та розвитку територій, пан Олексій Чернишов. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Nachmittag hier im Bundeskanzleramt. Einen ganz speziellen Gruß und ein herzliches Willkommen an dich, lieber Herr Minister, an dich, lieber Olexi. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich habe schon viele bilaterale Gespräche in meiner bisherigen Tätigkeit in der Politik abgehalten, aber dieser bilaterale Besuch heute ist ein besonderer vor dem Hintergrund, dass er mit jemandem stattfindet, der aus einem Land kommt, wo aktuell Krieg herrscht. Ich möchte mich daher ganz zu Beginn ganz herzlich bei dir, lieber Olexi, für den offenen, ehrlichen und guten Austausch bedanken. Die Ukraine ist seit 24. Februar in einer nicht vorstellbaren, extrem schwierigen, schrecklichen Situation. Der russische Angriffskrieg markiert nicht nur eine Zeitenwende in Europa, er hat die Ukraine vor schier unbewältigbare Herausforderungen gestellt und er zeitigt auch noch nicht abschätzbare Folgen für uns in Europa, in der Welt, möchte ich sagen. Das Leid der Zivilbevölkerung ist unermesslich und auch als Mutter, wenn ich mir die Bilder vor Augen führe, wie jetzt zum Beispiel in Mariupol oder auch in Butscha, dann bin ich zutiefst erschüttert und finde eigentlich keine Worte für dieses Leid, das die Bevölkerung dort in der Ukraine, unweit von Österreich, möchte ich sagen, erleben muss. Die ukrainische Bevölkerung gibt aber nicht auf. Die ukrainische Bevölkerung kämpft für die Souveränität des Landes und die ukrainische Bevölkerung steht klar für europäische Werte und verteidigt diese auch für uns alle. Die Tapferkeit der Menschen, die diesen Kampf jetzt auch für uns fechten, ist beeindruckend und bewundernswert. Als Österreich haben wir immer betont, dass wir zwar militärisch neutral sind, aber nicht neutral gegenüber Krieg, gegenüber Terror und gegenüber Völkerrechtsbruch. Wir werden nicht schweigen, wenn jemand im 21. Jahrhundert versucht, die Grenzen eines souveränen Staates, die territoriale Integrität eines Staates zu verletzen, zu verschieben, zu verändern. Die Souveränität der Ukraine ist unverhandelbar und die Solidarität Österreichs, der österreichischen Regierung, ist hier auch ungebrochen. Und ich möchte auch sagen, die Solidarität der österreichischen Bevölkerung ist hier ungebrochen und riesengroß. Viele Familien haben in der Zwischenzeit in Österreich ihre Häuser geöffnet, um in die Flucht geschlagene Ukrainerinnen und Ukrainer aufzunehmen, um ihnen ein Heim zu geben. Alle wünschen sich natürlich, dass raschestmöglich wir zu einem Frieden zurückkehren können und dass die Ukrainerinnen und Ukrainer, die das sich ja auch selbst wünschen, wieder zurückkehren können. Im Moment sind es aber über 70.000 registrierte Ukrainerinnen und Ukrainer in Österreich, die hier Schutz suchen und die dankenswerterweise von der Bevölkerung hier auch mit offenen Armen aufgenommen werden. Und an dieser Stelle auch ein herzliches Danke von meiner Seite an alle, die sich in der einen oder anderen Weise hier großartig engagieren. Ich bin sehr froh, Ihnen auch sagen zu können, dass Österreich mittlerweile rund 80 Millionen Euro investiert hat, gespendet hat, zur Verfügung gestellt hat für die Ukraine und die umliegende Region, um hier das Leid zumindest ein bisschen abmildern zu können. Thema unseres heutigen Arbeitsbesuches war der EU-Beitrittsantrag der Ukraine zur Europäischen Union. Die Ukraine ist Teil der westlichen Familie. Die Ukraine vertritt westliche Werte und die Ukraine kämpft derzeit auch um die Verteidigung dieser westlichen Werte. Wir respektieren den Wunsch der Ukraine, Vollmitglied der Europäischen Union zu werden. Und ich möchte an dieser Stelle auch gratulieren dazu, dass nicht nur der Beitragsantrag gestellt wurde, sondern dass die zahlreichen Fragen der Kommission auch vor diesem Hintergrund der großen Herausforderungen im eigenen Land so rasch beantwortet wurden.
Die Ukraine ist ein westliches Land und damit hat die Ukraine nach Artikel 49 der EU-Verträge auch jedes Recht, einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu stellen. Derzeit prüft die Europäische Kommission, ob die Voraussetzungen für einen Kandidatenstatus auch tatsächlich vorliegen. Mir ist es wichtig, hier präzise zu formulieren, worum es geht. Es geht um die Prüfung des Kandidatenstatuses und noch nicht um die Frage der Vollmitgliedschaft. Wir alle wissen, dass Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union bedeutet, viel zu investieren, viel an Änderungen und Reformen durchzuführen. Aber der erste Schritt, um dorthin zu kommen, ist der Kandidatenstatus. Es gibt kein Fast-Track-Verfahren, um in der Europäischen Union aufgenommen zu werden, aber einen ersten Schritt, einen Kandidatenstatus zu erreichen. Und selbstverständlich wird Österreich die Frage dieses Kandidatenstatuses auf Basis der Stellungnahme der Europäischen Kommission auch prüfen. Und ich sage Ihnen auch, wir stehen dem sehr offen gegenüber und wir werden hier nicht im Weg stehen. Wir müssen jetzt auch alles tun, um die Beziehungen der Ukraine zur Europäischen Union maximal zu vertiefen. Und wir warten auf die Stellungnahme, auf das Assessment der Europäischen Kommission. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal dir, lieber Oleksiy, danken für deine offenen Worte, dir alles Gute wünschen und auch explizit sagen, Österreich steht solidarisch an der Seite der Ukraine. Österreich steht bereit, wenn es darum geht, zu unterstützen, auf einem langen, durchaus schwierigen Weg, den ihr euch vorgenommen habt und für den wir alle nur dankbar sein können, dass ihr ihn euch vorgenommen habt. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Bitte, Herr Minister. Guten Tag, liebe Damen und Herren. Ich bin sehr froh, heute hier sein zu dürfen. Für mich ist es eine große Ehre, heute in Wien zu sein und so ein herzliches und partnerschaftliches Treffen mit dem Bundeskanzler Herr Nehammer und Frau Minister Ed Stadler. Heute, als wenn die Ukraine europäische Familie verteidigt, europäische Werte verteidigt, auf eigenem Staatsgebiet, und wir konfrontieren mit einer einmaligen Aggression der Russischen Föderation, wir demonstrieren auch einmalige Einigkeit in unseren weiteren strategischen Ansichten. Ukraine ist Europa. Es kann keinen anderen Gedanken geben. Ukraine hat für sich den Weg in die Europäische Union gewählt und sie bewegt sich sicher in diese Richtung. Heute habe ich eine Chance gehabt und eine Ehre gehabt, mich zu vergewissern, dass Österreich und die österreichische Regierung Unterstützung für Ukraine demonstriert, also am Weg zu diesem Mitgliedskandidatstatus. Für uns ist sehr wichtig, dass diese Entscheidung Ende Juni diesen Jahres getroffen wird im Rahmen der Sitzung der Europäischen Kommission. Wir fühlen uns als Mitglied einer großen europäischen Familie und wir werden alles dafür Notwendige machen, damit diese Voraussetzungen, welche wir erfüllen müssen, auch erfüllt werden. Sehr schnell und effizient. Ich bin sicher, dass gemeinsam mit der Ukraine die Europäische Union kräftiger, moderner und geschützter sein wird. Heute in unserem Land haben wir sehr schwere Zeiten, aber Ukraine demonstriert vorbildhaftes Niveau des Ansatzes zu eigener Heimat, kämpft für das Land, verteidigt eigene Menschen, verteidigt Europa
was die europäischen Werte betrifft, aber auch rein physische Verteidigung. Ich möchte diesen Anlass nehmen und sehr herzlich mich bedanken bei der österreichischen Regierung für diese allseitige Unterstützung der Ukraine in diesen schwierigen Zeiten. Aber was noch wichtiger ist, ich möchte mich an das österreichische Volk wenden mit herzlichen Dankeschön für all das, was gemacht wird und auch in der Zukunft. Das ist die materielle Hilfe, die emotionale Unterstützung, die ukrainischen Flüchtlinge oder Vertriebene werden hier aufgenommen und gemeinsam werden wir alles Mögliche machen, damit unsere Leute so bald wie möglich in die Ukraine zurückkommen können. Ukraine braucht Wiederaufbau und sie wird wieder aufgebaut werden. Und ich bin sicher, dass diese Arbeit und auch unter Teilnahme Österreichs, des österreichischen Business, von österreichischen Technologien und Unternehmen, Wissenschaft und sonstigen technischen Lösungen stattfinden wird. Noch einmal vielen Dank an das österreichische Volk für diese einmalige Unterstützung. Vielen Dank an die österreichische Regierung. Und ich bin sicher, dass dieser Weg in Richtung der Europäischen Union, welche Ukraine gewählt hat, und diese Unterstützung, welche wir hier in Wien spüren, diesen Weg werden wir sehr effizient durchmachen. Ich spüre das von meiner Kollegin, Frau Ministerin Ed Stadler, dass diese Unterstützung ist sehr hoch. Für uns ist das sehr wichtig, von großer Bedeutung. Und ich möchte noch einmal alle daran erinnern, in welcher Situation sich jetzt die Ukraine befindet, welchen Widerstand das ukrainische Volk und der Präsident Zelensky zeigt. Heute sind wir eigentlich schon fast den dritten Monat in diesem Krieg. Und wir sehen immer noch das Niveau dieses Widerstandes, welchen das ukrainische Volk zeigt. Ich bedanke mich noch einmal bei dem österreichischen Volk und der österreichischen Regierung für diese Unterstützung und unseren strategischen weiteren Weg im Rahmen der europäischen Familie. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Kommen wir zu Ihren Fragen. Die Kollegin und dann. Bitte schön. Ja, Alexandra Nindl, ATV Aktuell. Frau Ministerin, Sie haben jetzt gesagt, es gibt kein sogenanntes Fast-Track-Verfahren für eine EU-Mitgliedschaft. Jetzt hat heute Olaf Scholz in Deutschland schon auch die Hoffnungen gedämpft, dass es ein schnelleres Verfahren geben könnte. Zuletzt auch Macron hat gemeint, dass es überhaupt Jahrzehnte dauern könnte, bis die Ukraine Mitglied werden kann. Was glauben denn Sie, wie lange geht es? Wären Sie dafür, dass es rascher geht als die angekündigten Jahrzehnte, die Macron gemeint hat? Und bitte auch an Sie würde ich die Frage stellen, weil der ukrainische Außenminister Kuleba hat heute gemeint, dass es eine Art strategische Zweideutigkeit gäbe von gewissen westlichen Ländern, was eben einen möglichen EU-Beitritt gibt. Ich gehe davon aus, er meint damit Macron und eventuell auch Olaf Scholz. Was mich interessieren würde, sehen Sie das auch so, dass es eine strategische Zweideutigkeit gibt von den beiden Ländern? Wie haben Sie heute nach dem Arbeitsbesuch Österreich interpretiert? Würde da auch in einer strategischen Zweideutigkeit? Ja, das war's. Danke. Ich darf hier beginnen damit zu sagen, dass ich jemand bin, der Ehrlichkeit schätzt. Und ich scheue auch nie davor zurück, auch Ehrlichkeit meinen Gesprächspartnern gegenüber darzulegen und offen zu sein. Und ich glaube, was die Ukraine jetzt braucht, ist Ehrlichkeit, offene Unterstützung und Freunde. Und wenn man unter Freunden spricht, dann, das sage ich seit Wochen, muss man sagen, es gibt eben kein Fast-Track-Verfahren, um in die Europäische Union aufgenommen zu werden. Und es hängt an jedem
zukünftigen Mitgliedstaat selbst auch zu einem sehr, sehr großen Teil, wie rasch dieser Prozess gelingen kann. Wir sehen es zum Beispiel bei den Ländern am Westbalkan, die teilweise sehr, sehr viel schon getan haben, die immer noch auf nächste Schritte warten und wo wir einfach Versprechungen abgegeben haben, die wir nicht halten konnten. Daher halte ich für den ehrlichen und realistischen Zugang es, zu sagen, es gibt kein Fast-Track-Verfahren, es wird ein mühevoller, schwieriger Weg werden, aufgenommen zu werden. Wir tun aber alles, um hier zu unterstützen. Und ganz wesentlich, jetzt sprechen wir davon, ob die Ukraine Kandidatenstatus bekommt oder nicht. Und jetzt ist im Moment die Europäische Kommission am Zug, hier auch seine Stellungnahme oder ihre Stellungnahme abzugeben. Und dann werden die EU-Mitgliedstaaten darüber befinden. Nach allem, was wir jetzt hören, wurde von Seiten der Ukraine das nicht nur schnell beantwortet, sondern auch sehr umfänglich beantwortet. Wir warten diesen Prozess auch ab. Ich möchte aber hier auch ganz deutlich sein, wenn ich vom Westbalkan spreche, dann spreche ich auch davon, dass hier sehr viel Enttäuschung schon gegeben ist und dass wir auch ein Land am Radar haben müssen, nämlich Bosnien-Herzegowina, das auch darauf wartet, Kandidatenstatus zu bekommen. Und wir sollten nicht in die Situation kommen, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Deshalb auch die offenen und ehrlichen Worte, die ich auch dem Minister Czernevschow tatsächlich so gesagt habe, denn es braucht Freunde und keine Fairy Tales, die wir uns hier gegenseitig erzählen. Was Ihre Frage betrifft, Sie haben gesagt, vielleicht gibt es verschiedene Ansichten, was die Europaeinigung betrifft und der zukünftige Weg der Ukraine und wie ich die Worte von meiner Kollegin interpretieren kann. Schauen Sie, es kann zwei bzw. drei verschiedene Ansichten geben. Aber heute gibt es schon die strategische Wahl der Ukraine als Mitglied der europäischen Familie und es gibt die Meinung von europäischen Völkern, von Menschen, die Ukraine unterstützen in diesem Bestreben als EU-Mitglied werden. Und wir spüren diese Unterstützung. Wir sehen das im Verhalten, im Benehmen von diesen Menschen, die der Ukraine helfen, die die Ukraine aufnehmen, Ukraine unterstützen. Und das Niveau dieser Unterstützung ist mehr als sehr hoch. Deshalb die Politiker müssen diese Ansichten von europäischen Völkern berücksichtigen, weil ich glaube, die europäischen Völker haben diesen Weg der Union mit der Ukraine gewählt. Und Ukraine ist strategisch als Teil dieser Union gesehen. Frau Bundesministerin, wird Österreich bei EU-Gipfel im Juli die Gewährung des Kandidatenstatus für die Ukraine unterstützen? Und Sie persönlich, unterstützen Sie also die sogenannten Alternativen für die Ukraine anstatt der vollen Mitgliedschaft in der EU? Ich habe eine Frage an den ukrainischen Minister. В Австрії, зокрема, міністр закордонних справ Олександр Шаленберг. Ich habe auch eine Frage an den ukrainischen Minister. Herr Minister Schallenberg hat gemeint, vielleicht gibt es alternative Möglichkeiten und Wege der Union der Ukraine, der Vereinigung der Ukraine mit EU. Vielleicht ohne vollständige ordentliche Mitgliedschaft. Ich kann die Antwort hier sehr kurz halten. Zum Ersten gilt es jetzt, die Stellungnahme der Europäischen Kommission abzuwarten. Und sollte diese positiv ausfallen, dann wird Österreich es sicher nicht im Weg stehen. Die Zeit bis zu einer allfälligen Vollmitgliedschaft, und die Ukraine hat sich entschlossen, hier diesen Antrag auf Vollmitgliedschaft auch zu stellen, sollte man aber nutzen, um ein Heranführen an die Europäische Union schon vor dem Erreichen einer Vollmitgliedschaft bestmöglich zu nutzen.
Ich werde auch sehr kurz antworten. Es gibt keine Alternative, weil europäische Familie ist auf Prinzipien der Gleichheit für sämtliche Mitglieder gebaut. Deshalb irgendwelche besondere Voraussetzungen oder Bedingungen für ein Land sind entsprechend nicht den Prinzipien der EU. Fragen Ihrerseits? Herr Unger vom ORF. Ja, Frau Ministerin, was sind denn aus Ihrer Sicht jetzt bis zum Kandidatenstatus wichtige Knackpunkte? Sie haben es gesagt, Sie warten auf die Kommission ab, aber wie ist da Ihre inhaltliche Einschätzung? Und an den Herrn Minister noch eine Frage. Ein Gasembargo steht ja, wird diskutiert. Österreich tut sich schwer damit. Wie beurteilen Sie da die Position Österreichs? Nun, der Antrag ist gestellt. Es gibt hier klare Kriterien, nach denen die Europäische Kommission auch hier beurteilt, ob die Voraussetzungen vorliegen. Das sind die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Wie gesagt, wir warten die Einschätzung, Stellungnahme der Europäischen Kommission hier ab. Wir wissen aber auch, dass die Europäische Kommission bereits sehr positive Zeichen und Signale auch gesandt hat, dass die Kommissionspräsidentin davon gesprochen hat, we want them in. Also gehe ich auch davon aus, dass es hier aller Voraussicht nach eine positive Stellungnahme geben wird. Österreich, ich sage es noch einmal, wird hier nicht im Weg stehen. Wir stehen voll solidarisch vor, hinter, neben der Ukraine und werden sie auch weiterhin auf diesem Weg unterstützen. Und ich darf noch einmal betonen, wir reden vom Kandidatenstatus. Richtigerweise ist schon gesagt worden, dass der Weg bis zu einer Vollmitgliedschaft ein jahrelanger, zumindest jahrelanger sein wird. Sie haben über Gasembargo gefragt. Können Sie bitte noch einmal die Frage noch einmal wiederholen? Frage noch einmal wiederholen, genau zum Gasembargo. Dass die EU ein Gasembargo, also kein russisches Gas mehr verwendet. Die Ukraine hat das kritisiert. Für viele europäische Länder ist das sehr schwierig. Österreich kann sich dem nicht anschließen. Und mich würde interessieren, wie Sie den österreichischen Standpunkt hier beurteilen. Am Wege zum Sieg und Werten der europäischen Demokratie befinden sich einige Entscheidungen, die man noch zu treffen hat. Und ich glaube, das ist eine dieser Entscheidungen. Sonst bin ich nicht sicher, dass unser Ziel, unser gemeinsames Ziel, und zwar Sieg der Demokratie von europäischen Werten erreicht werden kann. Ich würde sagen, wir nehmen noch eine Frage. Die Kollegin in der letzten Reihe. An die Frau Ministerin Neuberliner, Servus Nachrichten, eine tagesaktuelle Frage. Heute im Nationalrat eine hitzige Debatte zum Thema Impfpflicht. Der Gesundheitsminister hat sich allerdings nicht geäußert, ob sie jetzt vor dem Sommer scharf gestellt oder ausgesetzt wird. Bleiben Sie dabei, was Sie im April gesagt haben, dass sie vor dem Sommer nicht scharf gestellt wird, oder schauen da die Dinge mittlerweile anders aus? Vielen Dank. Zum Ersten muss ich Ihnen sagen, dass ich aufgrund sehr vieler Termine diese Debatte nicht im Detail verfolgt habe. Und zum Zweiten sage ich Ihnen, dass ich weiterhin davon ausgehe und damit zu dem stehe, was ich gesagt habe, dass vor dem Sommer keine Änderung bei der Einschätzung durch die Experten eintreten wird und daher es zu keiner Scharfstellung der Impfpflicht kommen wird. Wenn es jetzt keine weiteren Fragen mehr gibt, dann sage ich herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch Ihnen fürs Kommen. Thank you so much. Dankeschön. Dankeschön.